Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch. Heute am, keine Ahnung was für ein Tag heute ist. Ich habe schon runtergeladen und ganz kurz reingeschaut. Und ich habe gesehen, dass der was in der Hand hat. Und hier sieht man schon, ein Kniffelchen. Ist hier am Start Gutknife Safari Mesh. Eigentlich, nicht allzu viel wert, aber immerhin Epis. Und man hat es eben ganz kurz gesehen. Ich mache das wieder so, wie ich sonst habe. Er hat auch eine leckere Deagle am Start, und zwar die, hier wäre es der Mecha Industries, glaube ich, genau. Sogar ein Stat-Track. Nice, dude. Ist jetzt wirklich kein ultra-fancyes Inventar, das wir bis jetzt hier sehen, aber immerhin Abyss. Und immerhin brechen die Fälle im Moment nicht ab, bei denen wir eben Leute haben, die sogar tatsächlich Skins am Start haben. Aber natürlich gab es heute wieder vorneweg, also vorneweg 5 oder 6 sich drehende Kacknasen auf Office, bis er hier kam. Ich muss etwas leiser machen, das ist ganz schön laut. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil, natürlich ist dann nach diesen ganzen Spinbot-Fällen der nächste Fall, der nicht nur auf den Boden glotzt, direkt, angenehm für die Augen einfach, ne? Also alleine schon das ist deutlich geiler. Und, ja, man hat halt eben normales Spielverhalten, das man analysieren kann. Und ich hoffe, wir haben hier einiges zu analysieren. So, er hat auch eine AK-47 uncharted, hat seinen Mate, glaube ich, in den Arsch geschossen, bin mir nicht ganz sicher. Hab kurz weggeguckt. Ein Feind ist weg, da ist noch einer hinfort. Und, dass hier jetzt nicht noch ein etwas zumindest auf Water gefokust wird, ist merkwürdig, weil Water ist noch lange nicht clear. Ich meine, mittelclear vielleicht, aber der könnte Cloud stehen. Ich würde hier schon sagen, dass man möglicherweise Richtung Vision Assist gehen kann und da kriegt er direkt den Schuss in die Nuss. Also wenn er weiterhin, ja, so komplett normal dann in Situationen reinrennt, wo man eigentlich noch reinpicken sollte, dann würde ich das hier sogar festmachen schon. Er geht jetzt hier weg, das ist noch nicht allzu wild. Es sind noch 2 oben drauf. Wir müssen auch so ein bisschen auf sein Aim an sich achten und auf sein Place, Crosshair Placement, aber natürlich auch eben einfach, wohin er schaut. Hier waren jetzt schon die Mates, das ist sowieso kein Problem, da reinzugehen. Es sind 2 in Toilets. Er hat gefühlt nicht sofort den Fokus auf ihn. Hätte aber auch sein Mate umgeballert. Wahrscheinlich hätte er direkt auf den Gegner geschossen. Einer steht noch auf Long, der ist auch schon gecallt. Man hört ihn links steppen, also er sollte wissen, dass er kommt. Er hat ziemlich weit links geaimt erstmal. Dann komisch irgendwie getroffen, aber ich nehme an, das ist jetzt hier vielleicht dem Spray von der AK zu verdanken. Dass er da so im Halbarschig nach rechts rüberziehen, von links nach rechts noch schon getroffen hat. Ich wollte gerade durchschalten. Ich würde sagen, mal gucken, was der Rest macht. Vortex kommt bei Bank gleich hoch und der andere ist hinten auf Banane. Er aimt da fett rein. Spätestens jetzt nach dem Mate-Tod war er auch gecallt. Der Gegner da drin. Und der andere ist auch bereits gecallt oder zumindest gehört. Also was er hier bespielt, ist normal. Oder wie er es hier bespielt. Natürlich sieht man hier eindeutig, wo der Gegner steht. Ich denke, da kann man jetzt nicht... da guckt einfach, das Diffuse geht raus. Hallo, Diffusing. Also möglicherweise hat sich der Gegner vielleicht dabei gedacht, ey, der konnte mich gar nicht sehen. Aber man konnte ihn schon. Also man konnte ihn sehr gut ausmachen, erahnen. Und auch wenn das Diffuse-Kit nicht rausguckt, kannst du halt hier an dem Punkt, reichen 2 Schüsse eigentlich, dann ist derjenige eigentlich weg, außer er steht komplett fancy oben drauf und diffused von oben, ne, von den Kisten runter oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber das, ja, ist eher nicht der Fall. Er ist sich jetzt hier ganz sicher, dass da keiner direkt nachkommt, wobei natürlich die Mates auch eben auf A, na okay, die machen nicht wirklich Druck. Dass man jetzt sagen könnte, er rotiert jetzt um, weil die Mates halt gesagt haben, ey, komm, wir gehen auf A. Sie haben da auch einen verloren. Achtung, jetzt ist hier einer in Toilets drin. Grundsätzlich läuft man hier natürlich langsam. Die Stelle war noch nicht gesichert. Hier ist auch einer angesagt, der eben schon angefrackt ist, und zwar der Low HP ist. Er läuft hier ziemlich offen an ihm vorbei, könnte sich aber noch umdrehen. Nee, macht er nicht. Also entweder spielt er hier mit uns und zeigt, guck mal da, ich sehe ihn zwar, aber ich tue es, als wenn ich ihn nicht sehen würde und ich gehe einfach weg. Er ist auf jeden Fall ganz klar an dem Low HP Boy vorbeigelaufen. Ihn lässt er ein bisschen arg lange leben für meinen Geschmack. Das Aiming ist irgendwie merkwürdig, ne? Also ich meine, klar, mit AWP kann man sowas auf jeden Fall machen, dann im letzten Moment noch rüberziehen. Meine Shots sehen auch nicht immer ganz, nicht ganz sauber aus, aber trotzdem ist es jetzt schon das zweite oder dritte Mal, bei dem das Aiming etwas merkwürdig sich verhält. Was würdet ihr an diesem Punkt sagen? Sagt ihr, jawohl, Vision Assist? Sagt ihr, jawohl, Aim Assist? Also bei Ada und Grief habe ich jetzt noch nichts gesehen. Er hat, glaube ich, einmal seinen Mate angeballert, aber das war, würde ich sagen, im Versehen. Das zählt nicht. Und Bunny, Gehopse oder ähnliches habe ich auch noch nicht feststellen können.
Anti-Aim. Auch nicht. Also, ja, wir können mal kurz nach dem Scoreboard gucken. Das ist halt dann doch ein bisschen blöd, wenn ich das hier oben drin habe, weil dann kann ich nicht so schnell den hier machen. Aber es ist, ich finde, es hat irgendwie was, wenn es da oben schön versteckt ist, überhaupt nichts verdeckt und man genau diese Buttons ja zum rumdödeln. Ich hatte früher immer hier unten, aber da, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, aber da könnte halt was verdeckt werden in dem passenden Moment. Könnte. Und da ich nicht zurückspulen kann im Overwatch, ist es halt ein bisschen bitter. Ich lasse es lieber da oben. Da kommen die Hops, aber das waren ja zwei Standard-Hops. Und er geht direkt auf den Pflanzer. Ich smoke den Mate und flash den Mate. Okay, da könnte man vielleicht, wenn es ein richtig pissiger Mate ist, ein richtiger Drecklurch. Und die anderen auch, könnten die sagen, ey, hör auf die zu flashen, das ist grief, ich report dich jetzt. Aber auch da würde ich jetzt sagen, also gegen einen Feind, der gecallt war oder nicht auf B, das sehe ich jetzt hier auch überhaupt nicht als allzu wild an. Zumal es ja auch ganz gut steht, ne? Also sie haben BT gestartet und haben schon 5 Runden, holen jetzt ihre 6. Runde auf Overpass, ist das schon sehr nice. Wenn du dann die 5 Runden am Start hast, dann ist es ja eigentlich machbar, also als T. Von daher... Was, hä? Was sind denn das für Reaktionen bei ohne Snack Attack? Die ist nice. Was sind denn das für Reaktionen bei ihm auch? Das war, also er ist ja, also ich bin ja schon alt. Aber der hat gerade reagiert, als wenn er mindestens 140 wäre. Mindestens. Der Gegner ist da, schießt auf ihn, ja. Was? Er hat es überhaupt nicht gesehen. Nichts geblickt, gar nichts. Hier, klar, geht da natürlich wieder mit einem großen Fokus rum. Weil man in diesem Fall natürlich auch, ne, vorstößt und eben der erste Connector ist. Da ist es vollkommen legitim. Aber das andere gerade eben, da hat man doch auch einen gewissen Fokus. Auch wenn man den letzten gerade jagt und die Bombe schon im Sack ist. Also gerade dann ist man doch eigentlich auch... Oder? Man will doch die AWP nicht verlieren, Mensch. Da kommt hier sein Movement zum Tragen. Er schleicht hier wieder. Jetzt können wir mal auf den Fokus achten. Bleibt der auch so konsequent hier drauf wie vorhin? Ja, das sieht sehr konsequent aus. Also, der letzte Peak ist halt vielleicht nicht. Er guckt hoch, aber da kann man niemanden sehen, weil eine Wand noch vor ihm war. Und die Nate war jetzt auch nicht so satt. Aber das muss ja auch nicht sein. Okay, oh! Ich dachte gerade, da links war einer, das war der Mate. Auf A steht oben drauf jetzt noch die AWP. Die müssen sie jetzt natürlich umnudeln, wenn die ein bisschen jump. Ja, da. Möglicherweise wurde sein. Ja, sein Mate wurde schon gesehen. Er könnte jetzt gleich ein Gar ausgemacht bekommen. Wenn er mal ein bisschen besser aimen würde, wäre das vielleicht nicht der Fall. Ah, okay, der Mate holt ihn weg. Der andere ist in Bank. Und unten bei B stehen noch zwei. Obwohl die Bombe gesehen wurde auf Banane, close by A. Jetzt geht erst einer hoch. Ganz schön langsam. Ist, glaube ich, auch die letzte Runde, ne, die wir jetzt hier sehen. So richtig sicher bin ich mir bei ihm übrigens nicht. Ich wüsste jetzt nicht genau, was ich drücken sollte. Also ich war mir am Anfang recht sicher, dass Vision Assist was im Busch ist. Aber, wir haben noch eine Runde geschenkt bekommen. Na also, sogar auf CT. Sehr schön. Okay, dann bin ich gespannt. Weil richtig sicher bin ich ja bei ihm nicht. Was seid's? Okay, er bleibt stehen. Vielleicht stellt er sich irgendwie was ein. Also es gab ein, zwei Stellen, drei Stellen vielleicht. Da habe ich auf jeden Fall den Vision Assist feststellen können, sag ich mal. Und dann wiederum drei... die das komplett widerlegen. Und eine USPS-Ticket to Hell da. Okay, okay, okay. Monsieur, Monsieur, Monsieur. Ah. Wir gucken mal, was er jetzt mit den letzten zwei noch macht. Es ist auf jeden Fall möglich. Ich meine, in der Pistolrunde... Ach, schade, der Runde ist zu Ende. Kriegen wir noch eine? In der Pistolrunde aimt man nun mal auf die Köpfe drauf. Das ist, da ist selbst bei mir die Headshot-Percentage höher als mit AKM4 und allem anderen. Aber die drei Dinger nach seinem komischen Rentner-Gepiek, und mit Rentner meine ich wirklich 140 Jahre oder älter, das war ja komplett bekloppt. Wir machen es so, Leute, wir machen es spannend. Ich mache jetzt hier gleich einen Schnitt, ich drücke jetzt meinen Kram, das seht ihr aber nicht, und ihr schreibt mir dann in die Kommentare, was ihr ihm gedrückt hättet, und dann sage ich euch im nächsten Overwatch, was ich ihm gedrückt habe, okay? Dann kommt hier jetzt der Schnitt. So, Leute, ich hoffe, ihr habt herausgesucht, was ihr ihm wohl gegeben hättet und mir es in die Kommentare reingeschrieben. Ich hau jetzt rein und starte den nächsten Livestream, denn diesen übrigens jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr am Start. Da gibt es immer Giveaways, Viewergames und so weiter. Aktuell haben wir noch Gloves im Giveaway, im Großen. Also rankommen, wer mitmachen möchte. Danach wird es dann wohl auch wieder ein Knife geben. Gut, also wir sehen uns dann dort oder im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes. Haut da rein und bis zum nächsten Mal. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.